Also, Zolder steht an, ja. Sprintrennwochenende, 7. bis 8. April. Das ist das, wovon ich gerade gesprochen habe. Das ist halt Frühling, da wird es dann etwas kälter sein, als wir gerade eben im anderen Training hatten, ne? Zum Warmfahren. Da hatten wir 30 Grad Außentemperatur und 37 Grad Streckentemperatur. Jetzt im April, ja, keine Ahnung. Schauen wir mal, was wir hier haben werden, ne? Session beginnt auch um 9 Uhr. Wir haben eine Streckentemperatur von 26 Grad im April. Das ist ein warmer April. Und 26 Grad Streckentemperatur. Aber die wird ja auch noch hochgehen. So. Professionalitätsbonus. Schließe alle Sessions ab, ohne eine zu überspringen. Das machen wir auf jeden Fall. Das machen wir auf jeden Fall. So. Laden. Zack. Hat der das jetzt geladen? Ja, müsste, ne? Also, pass auf, Freunde. Wir fahren 10 Minuten. Wir haben einen Verbrauch von 2,6 Liter die Runde. Wie lange fährt man für eine Runde? Was hatten wir gerade? Eine Minute, paar 30, ne? Sagen wir, man fährt eine Minute, also fahren wir 10 Runden. 2,6 mal 10. Ja, wow, 26. Ist ja auch klar. Macht ja auch Sinn. Oh mein Gott, da war ein Blitz. So, 26, das sollte reichen. Zack. Moment, ich sollte mir noch die Motor Maps vom Porsche ansehen. Das müsste hier bei der Elektronik sein. Genau, die EQ Map. Da gehen wir. Ja, doch. Beziehungsweise wir könnten auf 7 gehen, dann hätten wir dann wäre das Ganze etwas aggressiver. Wir schauen mal, wie gut das funktioniert. Wir gehen hier mal auf 7, ansonsten stellen wir es einfach wieder hoch auf 8. So, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. So. Also unser erstes Training hier in unserem neuen Porsche mit unserem eigenen Rennteam mit der Startnummer 807 gehen wir hier an den Start. Huch, ha, ja gut, ne? Wir sehen, hier ist auch noch nicht so viel Gummi drauf wie gerade eben im anderen Training. Also noch nicht so viel Gummi auf der Strecke bedeutet weniger Grip. Aber das wird mit der Zeit auf jeden Fall auch alles kommen. Alles zu seiner Zeit, Freunde. So. Das hat ja schon mal super funktioniert. Ich bin echt begeistert. Wow. Jetzt haben wir natürlich ein wenig Verkehr. Aber ist alles nur halb so schlimm, denke ich mal, hoffe ich mal.
Der Audi hat uns jetzt natürlich blockiert, ne? Das versaut uns natürlich ein wenig die Runde. Aber hier ist das ja sowieso noch relativ egal. Bleibt er da einfach stehen, Mensch. Mensch, hier. So, jetzt noch der Mercedes. Und dann sollten wir einigermaßen freie Fahrt haben. So, diesmal ist hier der Exit auch besser. Wenn ich jetzt noch schalten könnte, dann wäre ich schon relativ zufrieden so. Ja. Genau. So macht man das nämlich schon mal nicht. Aber ist ja auch egal. Das sollte eigentlich keine Anspielung auf ein gewisses Lied werden, aber kurz dann aus Versehen doch. Also jetzt noch mal. Ja, diesmal wieder nicht so gut, aber ist okay. Also jetzt Konzentration. Ja, Mann. Der Donner war auf jeden Fall laut. Und mein Fenster ist sogar zu. Ja, Platz 1 haben wir schon mal, ne? Und ich muss sagen, ich denke, es war eine ganz gute Entscheidung, dass wir hier auf die Map 7 gegangen sind. Also auf die... wofür steht eigentlich ECU? Keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendwas mit Engine.
Also, ich bin immer noch mit Controller unterwegs, weil ich angeblich das Paket nicht angenommen hätte, obwohl der Lieferdienst angeblich da war, was gar keinen Sinn macht, weil ich war den ganzen Tag zu Hause. Ja gut, ne? Das soll jetzt morgen nochmal kommen. Also beziehungsweise für die, die das Video im Nachhinein schauen, dann heute. Also Samstag halt. So, jetzt weiß jeder, welcher Tag gemeint ist. Wir können ja eigentlich an die Box. Sollen wir nochmal... Nee, brauchen wir ja nicht, oder? Ich denke nicht. Wir sollten aber beim Setup... Nee, wobei, müssen wir noch nicht machen. Es steht ja zuerst noch das Qualifying an. Das können wir dann wenn machen, wenn wir... wenn wir Dingsens, ne? Bevor wir das Rennen fahren. Die Strecke hat jetzt mittlerweile 30 Grad. Wir sind 2 Sekunden vor Schothorst im Audi. Das ist auf jeden Fall ganz gut. Wir könnten wieder rausfahren. Ach komm, wisst ihr was? Wir fahren einfach nochmal raus. Mensch. Ja. So. Also, Training ist vorbei, heißt, es geht jetzt ins Qualifying. Mal sehen, ob wir uns da auch so gut platzieren können. Beziehungsweise, ob die Abstände ein bisschen näher sein werden als jetzt 2 Sekunden. Von daher würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Hier, jetzt. Jo, 2,5 Sekunden ist ganz gut und bis zum letzten im Bentley sind es 8,2 Sekunden. Oh stimmt, wir fahren ja 2 Qualifyings, ne? Ja, alles klar. So. Ja, genau. Ich würde dann sagen, wir gehen in die nächste Session.